uns aufträgt, werden wir ausführen. Alles, was benötigt wird, um in diesem Kampf siegen zu können, haben wir zu erarbeiten und sicherzustellen und uns ohne Furcht vor die Massen zu stellen und zu sagen, hier stehen die Nationalisten Europas. Wir können nicht anders. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die NPD präsentiert sich als Retterin Europas. Und wie kaum eine andere Partei jongliert sie zwischen Provokation, Sozialprotest und rechtsextremer Volksverhetzung. Aber wie stark ist die NPD heute? Welche Gefahren bestehen für die Demokratie? Todesstrafe für Kinderschänder. Die NPD hat ein neues Kampagnenthema entdeckt. Besonders im Internet spielen die Rechtsextremisten mit den Ängsten der Bevölkerung, geben sich als soziales Gewissen und Stimme der Schwachen. 10.000-fach werden ihre Propagandaseiten besucht. Das ergeben Internetrecherchen. Überall in Deutschland finden Mahnwachen und Demonstrationen statt. Organisiert von der NPD. Eine treibende Kraft der NPD-Kampagne ist Sigrid Schüssler. Wir treffen die fünffache Mutter in Aschaffenburg. Eigentlich ist ihr Beruf Schauspielerin, dazu gründete sie ein Kindertheater. Doch das ist Vergangenheit. Heute widmet sie ihr Leben der Politik. Wer sowas macht, ist krank, und zwar unheilbar krank. Das lässt sich nicht therapieren. Wer an minderjährige Kinder geht, wer an Säuglinge geht, ja, also es ist da ja alles gegeben in diesem kranken, kaputten, zerrütteten Menschen. Was will man da therapieren? Sigrid Schüsslers Rezept klingt anders. Sie setzt auf unerbittliche Härte. Gewalt gegen Gewalt. Wer so etwas tut, der hat sein Recht, also Mitglied unserer Gemeinschaft zu sein, verwirkt und kann froh sein, wenn er eben mit einer Kastration davonkommt. Dresden. Seit vielen Jahren sitzt die NPD hier im Landtag. Härtere Strafen gegen Sexualstraftäter, damit wollen sich die Rechtsextremisten profilieren. Im Frühjahr trifft sich die Fraktion. Es geht um einen neuen Antrag, mit dem die NPD die Rechte von Missbrauchsopfern stärken möchte. Mit derlei Eingaben geben sich die rechten Verfassungsfeinde als Stimme der Betroffenen. Und sie fordern menschenverachtende Strafen für die Täter, die im Widerspruch zum Grundgesetz stehen. Ein Beispiel ist die Wiedereinführung der Todesstrafe. Wir sagen halt eben, also dass also diejenigen, also die also unseren Kindern als den schützenswertesten Gut unserer Gesellschaft die Menschenwürde rauben, indem sie umbringen. Die haben selber das Recht also auf Wahrnehmung ihrer Menschenwürde ein für alle Mal verspielt, und für die kann es dann halt eben nur Todesstrafe geben. Doch es ist fraglich, ob es den Rechtsextremen wirklich nur um den Schutz der Opfer geht. Wir treffen Andreas Mohlau, einen NPD-Aussteiger. Als ehemaliger Leiter des Amtes Bildung in der NPD war er der wichtigste ideologische Stichwortgeber. Er kennt die Kampagnen seiner ehemaligen Partei, insbesondere ihr Lieblingsprofil als Kümmerer. Es funktioniert alles nach dem gleichen Muster, dass man schaut, wo kann man als Rechter, als Rechtspopulist oder als Rechtsextremist eine Verbindung schaffen und die Befindlichkeiten aufzunehmen, den Leuten klarzumachen, wir kümmern uns um euch. Wir lassen euch nicht allein, wenn in der Stadt XY eine Moschee errichtet wird, und wir lassen euch nicht allein, wenn eine forensische Klinik eröffnet wird, oder wir lassen euch nicht allein, wenn ein Sexualstraftäter aus der Haft kommt und nebenan wohnt. Wir sind da. Andreas Mohlau zeigt uns NPD-Internetkampagnen und das Aktionsprogramm. Hier offenbart sich der Geist der NPD. Es geht um die Volksgemeinschaft und Volksschädlinge und so wörtlich krankhafte Triebe, die es auszumerzen gilt. Besonders aktiv ist die NPD im Social Web. Hier in der Anonymität des Internets ist die Partei längst nicht isoliert. Das ist also eine Größenordnung, die ist schon ganz ordentlich. Also 12.000 Leute, die das diskutieren. Hier findet sozusagen die Diskussion statt, die im öffentlichen Raum nicht stattfindet.
Ein Hasstitel einer NPD-Liedermacherin bringt es inzwischen in YouTube auf über 1,2 Millionen Besucher. Dazu kommen über 3600 positive Bewertungen und das für einen Aufruf nach Lynchjustiz. Man verhält sich im Grunde genommen ja medientechnisch marktkonform. Wenn man sagt, wir werden nur dann wahrgenommen, wenn wir eben Tabuzonen verletzen. Und die Todesstrafe ist an sich schon eine Tabuzone, aber das eben auch noch in Verbindung mit diesem emotionalisierten Umfeld des Missbrauchs an Kindern, ist es eine ganz explosive Mischung. Dezember 2012. Die NPD lädt im Saarland zur Pressekonferenz. Auch hier präsentiert sich die NPD als Partei, die sich kümmert, als Anwalt des kleinen Mannes. Insbesondere die Unterstützung der mörderischen NSU-Terrorzelle durch zwei Parteifunktionäre kostet Wählerstimmen. Das soll Vergangenheit sein. Die Strategie des neuen Parteivorsitzenden Holger Apfel? Seriöse Radikalität. Die Innenminister, die Ministerpräsidenten wissen ganz genau, dass die NPD auf dem Boden des Grundgesetzes, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Sie wissen, dass die NPD Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele ablehnt. Nach der Pressekonferenz tagt die Partei. Der Vorstand schwört die Basis auf den neuen Kurs ein. Abschied vom braunen Sektierertum. Mit Gegenwartsthemen möchte Parteichef Holger Apfel die Zukunft seiner NPD sichern. Bitte sehr, Herr Apfel. Ja, vielen Dank, Peter Marx. Ich habe das also im Vorfeld des letzten Bundesparteitages deutlich gemacht, im Rahmen der seriösen Radikalität, dass es meine Zielsetzung ist, die NPD gegenwartsbezogen, zukunftsorientiert zu positionieren, dabei durchaus auch nach wie vor radikal und konsequent in der politischen Argumentation. Aber wir wollen nicht die Schlachten von gestern und vorgestern kämpfen, sondern die Themen aufgreifen und das in aller Schärfe und Deutlichkeit, die den Bürgern heute auf den Nägeln brennt. Und wenn man die Herzen der Landsleute erobern will, dann kann man das eben auch nur, also wenn man eben wie ein Fisch im Wasser sich bewegt. Die Technische Universität in Dresden. Treffen am Lehrstuhl des bekannten Parteienforschers Werner Patzelt. Wie bewertet der Experte den neuen NPD-Kurs einer seriösen Radikalität? Die Etikettierung als halbseriös scheint die Sache zu treffen. Eines Teils gibt es schon das Bestreben, eine seriöse Partei rechts des etablierten Parteienspektrums aufzubauen und wie in anderen europäischen Staaten der Bevölkerung eine Alternative zu den Systemparteien, wie die Ausdrucksweise der Rechten ist, zu eröffnen. Andernteils gibt es eben die klammheimliche Freude daran, dass es auch noch Leute gibt, die richtig hinlangen können, dass man Dinge auch unterhalb der offiziellen Schwelle bereinigen oder durchsetzen oder durch Einschüchterung voranbringen kann. Die NPD, also eine Partei mit zwei Gesichtern? Die Recherche führt nach Niedersachsen. In Braunschweig sind wir erneut mit Andreas Molau verabredet. Dazu kommt ein weiterer Aussteiger, Stefan Rochow, links im Bild. Als NPD-Spitzenfunktionäre gehörten beide dem Bundesvorstand an, galten als ideologische Köpfe. Heute, nach ihrem Ausstieg, wollen sie über die Strategien der NPD aufklären. Uns ging es um ein ganz anderes System. Also im Grunde genommen war es völkischer Nationalismus, der Gedanke, im Grunde genommen dieses System, diese demokratische Laberordnung oder Palaverordnung, wie wir sie bezeichneten, die bringt eigentlich nichts, sie führt am Ende zu nichts. Wir brauchen eine starke Elite. Stefan Rochow, 34 Jahre alt. Seine rechte Karriere? Erst Skinhead, dann lange Chef der NPD-Jugendorganisation. Am Ende bringt er es zum Berater der Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern. Hier erlebt er Dinge, die er mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann. Dort waren wirklich überzeugte, rückwärtsgewandte Nationalsozialisten, die dort auch das Ruder in der Hand hatten, die Entscheidungen fällten, die im Grunde genommen auch die Fäden in dieser Partei zogen. Ich kann mich an Situationen erinnern, dass SA-Heftchen dort in der Fraktion also vertauscht wurden. Seit Jugendzeiten in der NPD-Szene aktiv, Andreas Molau, 45 Jahre alt. Doch zuletzt fühlte er sich dort nicht mehr zu Hause. Die Augen öffnete ihm das Aschermittwochstreffen 2009
wo er noch als Gast geladen war. Ich freue mich, besonders heute hier begrüßen zu können den stellvertretenden Landesvorsitzenden aus Niedersachsen, den Kameraden Andreas Mohlau. Und dann die Rede seines stellvertretenden Parteivorsitzenden Udo Pasteurs. Antisemitisch und verfassungsfeindlich. Das bürgerliche Lager wird in den nächsten 2 Jahren total verarmen, weil ihre Praxen bankrott gehen, weil das gesamte Finanzgebäude dieser Judenrepublik in den nächsten 2 Jahren. Das war für mich der Grund, dass ich einerseits bestürzt war, dass wirklich so etwas, gesagt wird. Andererseits war es für mich eine Klärung. Ich bin aus der Rede gegangen, habe gesagt, ich muss diese Partei verlassen. Das geht nicht, weil ich mich nicht mit so etwas, weil es dafür keine Entschuldigung gibt. Es gibt keine Ausflucht zu sagen, das könnte anders gemeint sein. Wie aber denkt die NPD? Wie beurteilen Wissenschaftler die Aussagen der Aussteiger? Nachfragen bei Hans-Gerd Jaschke. Der Extremismusforscher lehrt an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Er gehört zu den profundesten deutschen Kennern der NPD. Wenn man sich die Bundesvorstände, Geschäftsführer, Landesvorstände anguckt, wird man jede Menge Personen finden, die aus der neonazistischen Ebene kommen. Und zwar in den letzten 10 Jahren häufiger als zuvor. Das ist das eine. Das zweite ist, die Politik, die die NPD betreibt, ist nach rechts hin ganz offen. Kampf um die Straße ist eine SA-Parole. Kampf um die Köpfe tritt hinzu. Kampf um die Parlamente tritt hinzu. Das sind alles Elemente, die eigentlich von der nationalsozialistischen Bewegung vor 1933 kommen. Die Recherche führt in den Westen nach Rheinland-Pfalz. Hier in Pirmasens lebt Ricarda Riefling. Zum Interview kommt sie mit ihrem Lebensgefährten. Die junge Frau ist NPD-Spitzenkandidatin ihres Landesverbandes. Ihre Politkarriere begann schon als Kind in der rechtsextremen Skinhead-Szene. Ab 14 besucht sie Neonazi-Demonstrationen. Und das als gute Schülerin. Ihr Abitur meistert sie mit 1,9. Ihr Ideal? Die deutsche Mutter. Mit 17 kriegt sie ihr erstes von 4 Kindern. Mutterschaft, das muss einfach in diesem Land wieder einen ganz anderen Stand bekommen. Wir sterben gerade aus. Es ist oft verpönt durch diese Alt-68er-Immanzen, die dann so hier das Wort ergriffen haben, die absolut wieder natürlich sprechen, dass man, dass Kinder nichts mehr Wunderbares sind. Und das ist halt einfach, wo ich mich jetzt auch mit engagieren möchte, dass wirklich die Mutterschaft wieder wirklich ehrenwert anerkannt wird. Ricarda Rieflings Entwurf ist anders. Emanzipation als Volkstumskampf. Und hier in Pirmasens hofft sie auf viele Stimmen. An kaum einem anderen Ort in Deutschland sind mehr Menschen verschuldet. Die Arbeitslosenquote liegt zeitweise über 20%. Und Unzufriedenheit macht anfällig für radikale Lösungen. Ricarda Riefling setzt auf lauten Protest. Wir sind der Stachel im Arsch dieses Systems. Wir lassen uns das nicht bieten und wir werden bis zum Ende gehen. Deutschland muss befreit werden von den korrupten Politikbanden. Sündenböcke sind an diesem Wahlkampftag die Ausländer. Für die NPD die Schuldigen vieler Probleme im Land. Die Lösungsmodelle der Partei klingen einfach, aber gefährlich. Zuwanderer sollen wesentliche Grundrechte verlieren und das Land verlassen. Ausländer dürfen kein Eigentum an Grund und Boden in Deutschland erwerben. Grund und Boden sind Eigentum des deutschen Volkes. Ausländer haben aus diesem Grund nicht die Möglichkeit, Eigentümer von Grundstücken in Deutschland zu werden. Miet- und Pachtverhältnisse sind davon ausgenommen. Eventuell bestehende Besitzverhältnisse sind aufzulösen oder rückzuübertragen. Wir haben zu wenig Arbeit und nicht zu viel. Und deshalb sind Ausländer als Arbeitsplatzkonkurrenten und Sozialschnorrer konsequent aus Deutschland auszuweisen. Eigentum nur noch für Deutsche? Das ist ein Angriff auf elementare Menschenrechte. Die Recherche führt nach Berlin. Wir konfrontieren einen der bekanntesten deutschen Politologen mit den NPD-Forderungen.
Professor Dr. Hajo Funke befürchtet weitreichende Konsequenzen, würde die NPD je in politische Verantwortung kommen. Die NPD will nach wie vor, nach ihren programmatischen Äußerungen, die Rückführung von allen, die sie nicht für ethnisch rein, für rassistisch rein, für Arier, für Deutsch halten. Und das sind, je nach den Rechnungen, über 10 Millionen Menschen. Stellen Sie sich das vor. Sie wollen 10 Millionen aus dem Land vertreiben, wenn sie die Macht dazu hätten. Das geht nicht ohne Bürgerkrieg. Ausländer raus als Programm. Der Politikwissenschaftler bewertet die NPD als unvereinbar mit dem Grundgesetz. Sie ist populistisch. Sie ist rechtspopulistisch. Und so versucht sie, Wahlen zu gewinnen, um, wenn sie zu viele Stimmen hat, das heißt die Mehrheit, genau dieses Prinzip rechtsstaatlicher, sozialer Demokratie zu vernichten, zu zerstören. Durch eine neue Ordnung der rassischen Reinheit und des Größenwahns. Nach der Wahlkampfveranstaltung steht hier in Pirmasens ein Grillfest auf dem Programm. Hier zeigt sich die NPD als Kümmerer. Würstchen für die Wahlhelfer, das stärkt den Zusammenhalt. Die NPD versteht sich als ganzheitliches Angebot. Gefühle statt Vernunft, Blutsgemeinschaft statt Demokratie. Man kann ja von uns, von einer politischen Kampfgemeinschaft sprechen. Und das macht das so, dass wir auch alle enger zusammenrücken. Wir wollen ja auch eine Volksgemeinschaft leben, die ein Stück weit natürlich vor. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir durch dieses engere Zusammenrücken wie so ein Netzwerk gebildet haben. Und wir uns natürlich auch gegenseitig helfen oder vermitteln, wenn jemand Hilfe braucht. Das fängt in Pirmasens, bieten wir zum Beispiel eine Sozialberatung an, haben einen Sozialarbeiter, der jeden Mittwoch bei uns anzutreffen ist, wo man dann mit seinem Hartz-IV-Antrag kommen kann. Die NPD setzt auf Zusammenhalt, auf die Nestwärme einer Bewegung. In Pirmasens geht die Rechnung auf. Nach eigenen Angaben haben die Rechtsextremisten hier mit über 100 Mitgliedern einen der größten deutschen Kreisverbände. Und Vorbild scheint erneut die NSDAP. Die NSDAP der Kampfzeit vor 1933 hat nicht nur Reichsparteitage produziert und nicht nur Kämpfe mit dem Rotfrontkämpferbund auf der Straße ausgetragen, sondern sie hat auch alltägliche Politik betrieben vor Ort, mit den Menschen vor Ort, ungeachtet ihrer sozialen Schicht. Das ist überhaupt nicht neu, das ist eine alte Masche, die auch die NSDAP schon konnte. Die Recherche führt nach Bayern. Die NPD-Jugendorganisation stimmt ihre Mitglieder auf den Bundestagswahlkampf ein. Derlei Treffen werden gut abgeschirmt. Die jungen Nationaldemokraten vereinbaren einen Treffpunkt in einem Dorf bei Erlangen. Von dort aus werden die Teilnehmer weitergelotst. Zu dem nahegelegenen Waldstück kommen rund 50 Jugendliche und Kader des Vorstandes. Auf dem Programm steht Liedermachermusik und ein Vortrag. Es geht um die Programme demokratischer Parteien. Wer grün wählt, erleichtert die Einwanderung, Einbürgerung und schützt Flüchtlinge, öffnet die Ehe für lesbische und schwule Paare und erhält eine interkulturelle Öffnung der öffentlichen Institutionen. Auch das, liebe Grünen, wichtig. Gekommen sind an diesem Diskussionsnachmittag keine Skinheads, stattdessen junge Leute aus der Umgebung und Kinder. Die Texte des Liedermachers, keine Reichshymnen, stattdessen zeitgemäßer Protest gegen Globalisierung, Kommerz und Massentierhaltung. Doch dank all der Medikamente im Fleisch ist der Arztbesuch doch fast schon geschenkt. Wir sitzen im Gras und mir ist alles egal. Nachfragen beim Bundesvorstand der NPD-Jugendorganisation. Hier betont man den hohen Wert zeitgemäßer Freizeitangebote, Zelten, Segeln, Musik, Grillen als Schlüssel in den Mainstream. Wir haben diese ganzen gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen einfach unterlaufen, indem wir genauso sind, wie die Jugend ist. Ja, man kann nicht mehr mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, das sind die Schlimmen, das sind die Schläger, das sind die Glatzköpfe, weil es die so bei uns gar nicht mehr gibt. Das heißt, wir sprechen auch ein ganz anderes Klientel an, die ganz normalen Jugendlichen, und der hört ganz normale Musik. Das klingt gut. Doch bei genauerem Hinschauen offenbart der Büchertisch auch die andere Seite. Hier findet sich massenhaft fremdenfeindliche Propaganda, egal ob gegen Asylsuchende oder Muslime. Es ist Sommer. Wir treffen erneut Andreas Molau und Stefan Rochow.
konfrontieren die Aussteiger mit unserem Filmmaterial. Darunter auch Bilder eines Zeltlagers des NPD-Jugendverbandes aus dem Jahr 2006, als Stefan Rochow noch den Vorsitz hatte. Der verstand sich als rechtsradikaler Sozialist, nicht als Neonazi. Doch von denen gab es immer mehr. Ein Referent propagiert unumwunden Eugenik. Entartet kommt ursprünglich aus der Psychologie und bedeutet nichts anderes als geisteskrank, nicht gesund, nicht artgemäß, psychisch krank, hässlich und widerwärtig. Entartet vor allen Dingen auch etwas, was nicht unserer Art entspricht. Ganz einfach. Wir Kameraden wollen an einem neuen Menschentyp arbeiten. Und aus diesem Menschentyp soll Kraft und Schönheit strömen. Ein neues Lebensgefühl, eine neue Lebensfreude. Missgestaltete Krüppel und Menschen, die nur abscheuenerregend wirken und die Tieren ähneln, entsprechen nicht dieser neuen Lebensfreude. Wir machen dann jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten Pause und machen gleich den zweiten Teil. Danke. Stefan Rochow handelt, verhängt ein Auftrittsverbot für den Redner. Doch es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Irgendwann muss er erkennen, dass er weder gegen Neonazis noch gegen die beträchtliche Zahl der Gewalttäter in seiner Partei etwas ausrichten kann. Das ist ja auch das große Problem, was diese Partei in den letzten 20 Jahren ja wirklich immer stärker radikalisiert hat, indem man gesagt hat, wir sind für alle Leute offen, wir haben erstmal überhaupt keine Tabus, wir haben keine Abgrenzungsbeschlüsse, und das führt am Ende ja genau dazu, dass diese Leute reinkommen, aber mit unterschiedlichen Vorstellungen, und dass im Grunde genommen dann die Partei selber nicht Herr der Lage mehr ist. Wie brutal ist die NPD? Die Spur führt nach Sachsen. Rund um die Kleinstadt Mittweida soll eine Neonazi-Kameradschaft eine regelrechte Angstzone errichtet haben. Wir treffen Matthias Rott. Der Insider arbeitete hier monatelang als Informant für die sächsische Polizei in einer der gewalttätigsten Neonazi-Gruppen Deutschlands, dem Sturm 34. Zeitgleich war er in der NPD. Es wurde immer brutaler, es wurden Leute sag ich mal, grundlos beim Vorbeigehen, die ihnen entgegengekommen sind, wurden grundlos zusammengeschlagen, an der Hauswand mit dem Gesicht geschlagen und so. Und das war für mich dann dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, mich an den Staatsschutz zu wenden. In der Gegend von Mittweida hatte der Sturm 34 rund 150 Anhänger. Mit Gewalt gegen Zuwanderer sollte ein Klima der Angst erzeugt werden. Keine Bekennerschreiben, keine Warnung, Gewalt als Ausländer-raus-Programm. Die Aktivität des Sturm 34 dokumentiert beispielhaft eine der massivsten Kooperationen der NPD mit neonazistischen Gewalttätern, wie sie vielerorts existiert. Es wurden durch die Kameradschaft Sturm 34 NPD-Versammlungen abgesichert. Sturm 34 war sowas wirklich wie die Schutz- und Schlägertruppe von dem Kreisverband. Vielleicht nicht von der ganzen NPD, aber von diesem Kreisverband. Der sogenannte Bauhof in Mittweida, lange Zeit Treffpunkt des Sturm 34. Das Anwesen gehörte einem NPD-Funktionär, der die Schlägertruppe auch finanziell unterstützt. Die Gewalt konnte in der Gegend nahezu jeden treffen. Wie bei diesem Überfall im Winter 2006 in Stolberg. Bei einer Attacke auf Kunden dieser Tankstelle wurden gleich mehrere Menschen schwer verletzt. Im Gerichtsverfahren gegen die Schläger des Sturm 34 erinnerten sich Zeugen. Die Tritte wurden brutal ausgeführt. Ein anderer Zeuge berichtete, wie die Neonazis mit Springerstiefeln in den Bauch und in Richtung des Kopfes eintraten. Besonders Ausländer wurden immer wieder Opfer. Es wurden gezielt Angriffe ausgeführt gegen ausländische Geschäfte, zum Beispiel ein Döner-Imbiss auf dem Markt. Es wurde ein China-Imbiss angezündet, der dann in dem Verlauf dann dort mit einem riesengroßen Spektakel in die Luft geflogen ist. Durch die Propangasflaschen, die da drin waren. Erst das Organisationsverbot 2007 stoppt den Straßenterror des Sturm 34. Die Zusammenarbeit der NPD mit rassistischen Terrorkommandos markiert die wohl gefährlichste Seite der Partei.
Die NPD hat einen strategischen Wechsel begonnen. Die jungen Nationaldemokraten hatten das vorbereitet. Sie haben sich eng gemacht mit den neonazistischen Kleinparteien, Kleingruppen, die alle auf Gewalt aus waren, Anfang und Mitte der 90er Jahre. Daran hat die NPD angeschlossen. Seither, also spätestens seit Ende der 90er Jahre, ist sie für mich eine neonazistische Partei. Das heißt, die eine Ideologie hat, die das Vierte Reich in der einen oder anderen Form will und sich an den neonazistischen, rassistischen und Gewaltidealen orientiert. Die Recherche führt ins Saarland. Hier in der Landeshauptstadt Saarbrücken organisiert die NPD jedes Jahr eine sogenannte Sommeruniversität. Es ist das wichtigste theoretische Treffen der Partei. Wieder ist die Veranstaltung gut abgeschirmt. In die Mehrzweckhalle am Stadtrand dürfen nur geladene Besucher. Wie jedes Jahr kommen Gäste aus ganz Europa. Es geht um neue internationale Strategien im Kampf gegen Multikultur und Liberalität. Ein Peitscher ist NPD-Vize Udo Pastörs. Ohne den Kampf für die Identitätsbewahrung der europäischen Sprachen, der europäischen Kulturen, die etwas ganz anderes sind als Zivilisation, wird es kein Europa morgen oder übermorgen mehr geben, liebe Freunde. Das muss uns ganz klar sein. Ein Schwerpunkt auf dem Kongress ist auch die Rolle der Frau in der nationalen Politik. Auf das Podium ist auch die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin Ricarda Riefling eingeladen. Ihr widmet die NPD inzwischen eine eigene Weinkollektion. Die NPD-Funktionärin präsentiert sich als besorgte Mutter. Das ist die Überfremdung, die mir Angst macht. Und ich bin selber Mutter von 4 Kindern und die müssen in diesem Land groß werden. Ja? Und ich sehe es halt einfach als meine Aufgabe, dafür zu kämpfen, dass meine Kinder auch eine unbeschwerte Zukunft haben. NPD-Frauen als Zugpferde im Bundestagswahlkampf, das ist neu. Frauen haben sich auch rechts außen ihren Platz erobert. Doch die Positionen, die sie heute vertreten, erinnern mehr an arischen Mutterkult als an Argumente einer Partei, die Mehrheiten erreichen möchte. Meine Stellungnahme für diese Diskussion ist, Frauen müssen Kinder kriegen und müssen für diese Kinder da sein. Alles andere, was sie zusätzlich machen, ja, das können Sie nebenher machen. Dann sage ich das aufrichtig und stolz. Ja, ich bin gerne eine Gebärmaschine und ja, ich betreibe gerne Mutterkult, weil für mich Muttersein das Beste ist, was mir je passieren konnte. Richtig, wir sind aggressiv und zwar aggressiv fruchtbar. Das ist fruchtbar. Kinder fürs kommende Reich. Was skurril klingen mag, bewerten Politologen als brisant. Hier offenbaren sich Eckpunkte einer antidemokratischen Ideologie. Sie versteht sich als Bewegung, sie versteht sich als Kristallisationspunkt der Volksgemeinschaft. Das volksgemeinschaftliche Denken ist außerordentlich stark, das rassistische Denken ist außerordentlich stark. Ich denke, diese beiden Pole, Volksgemeinschaftsideologie und ausgeprägter aktiver Rassismus, sind diejenigen, die beiden Pole, die sie praktisch direkt von der NSDAP übernimmt. Ein Jahr Gespräche mit Insidern, Aussteigern und Experten. Ein Jahr Auswertung von Schriften und ein Resümee. Die NPD scheint mehr als nur ein politischer Gegenentwurf. Die Partei steht für eine Weltanschauung, die um sich greifen möchte. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, gesetzgeberisch diesen Rahmen so zu gestalten, wie Sie es könnten und auch die Mehrheiten hätten, dann würden wir also in einem sehr, sehr ideologisierten, aufgeladenen Umfeld leben. Dann würde uns vorgeschrieben werden, wo wir in Urlaub hinzufahren haben, welche Frau wir zu heiraten haben, wen wir zu lieben haben. Das sind Ideologen. Derzeit scheint die NPD noch weit von einer politischen Einflussnahme entfernt. Die Bundestagswahl 2013 wird zum Flop. Wissenschaftler aber warnen, dass mit den wirtschaftlichen und sozialen Problemen, die in Europa wachsen, die Rechtsextremisten auch in Deutschland nicht ganz ohne Chance bleiben könnten.
Wenn also tatsächlich die deutsche Bevölkerung Abstriche am Sozialstaat erlebt, weil Geld in Europa und im Zug der Internationalisierung von unserem Lande abfließt, unwiderstehlich abfließt und weil Integrationspolitik der Aufgabe nationalstaatlicher Selbstbestimmung die Deutschen in diese Lage gebracht hat, dann verbindet sich Antiglobalisierung, Antikapitalismus, Antiparlamentarismus, Antihaltung zu den etablierten Parteien mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und dann ist die Zeit gekommen, wo die Rechten tatsächlich ihre Punkte sammeln können. Doch dahin scheint es noch ein weiter Weg. Und von der gewünschten Bürgerlichkeit sind die Rechtsextremisten weit entfernt. Noch dominiert Schwarz-Weiß-Rot, die Farben des untergegangenen Deutschen Reiches. Die NPD scheint derzeit einem Verbot näher als einer bundesweiten Akzeptanz als Parteienalternative.